Leipzig, November 23, Tourauftakt von Till Lindemann, dem Sänger der Band Rammstein. Aktivisten demonstrieren gegen den Auftritt. Die Stimmung ist aggressiv, auch bei ein paar Fans. Niemand vermisst dich! Wir werden es nicht ändern! Dem allen vorangegangen sind kritische Presseberichte, die Lindemann Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt vorwarfen. Im Fall Lindemann hat man ja gesehen, dass das Anwaltsteam von Lindemann eine Verleumdungsklage nach der anderen rausgehauen hat und quasi eigentlich alle Leute, die ausgesagt haben, mundtot gemacht haben. Der Vorwurf zielt auf ihn und seine Kanzlei. Er ist der bekannteste Presseanwalt Deutschlands, Christian Scherz. Wir haben ihn in den letzten Monaten mit der Kamera begleitet. Er wird von vielen Prominenten geliebt und von manchen Journalisten gefürchtet, vielleicht sogar gehasst. Er ist der Anwalt sehr vieler Stars. Wenn es Christian Scherz nicht gäbe, dann habe ich das Gefühl, dann gäbe es eine Art von Freiheit für Journalisten, die eben nicht mehr mit Recht und Gesetz in Einklang zu bringen ist. Heute ist die Reaktionszeit manchmal nur 10 Minuten, 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, bevor ein Shitstorm über sie hereinbrechen kann. Es ist so, wie er es auch sagt. Er ist so eine Art Notambulanz. Und manchmal dann hat man nur eine Stunde Zeit, um den Ruin eines Menschen irgendwie zu verhindern. Er kennt also sozusagen auch die Sachen, die niemals erwähnt werden dürfen. Wer ist dieser Mann? Warum vertrauen so viele bekannte Menschen ihm in schwierigen Situationen? Und was genau macht so ein Medienanwalt eigentlich? Er hat sich auch einen Ruf erarbeitet, dass er gefürchtet wird. Dass, wenn der Name Christian Scherz auftaucht, dass Leute sagen so, oh, hoppla. Dass man schon auch darauf vorbereitet sein muss, da zieht jemand alle Register. Es geht um Recht und Gerechtigkeit, Medien, Macht, Moral. Wer zu ihm kommt, steht oft im Kreuzfeuer kritischer Berichterstattung. Was sagt er diesen Menschen? Es ist völlig egal, was passiert ist. Ich habe keinen moralischen Anspruch im Augenblick. Ich weiß, jeder Mensch hat Abgründe, aber erzähl mir die Wahrheit, weil nur dann kann ich für dich was tun. Glauben Sie, Sie hören immer die Wahrheit von Ihren Mandanten? Das ist eine sehr gute Frage. Die Mission ist, Gerechtigkeit herzustellen. Wenn nach meiner Auffassung jemand es nicht verdient hat, in die Öffentlichkeit gezerrt zu werden, mit Vorwürfen, die man ihm unterstellt, dann ist es meine Mission, das wegzubomben. Ein Termin am Landgericht Potsdam. Es geht um einen Mandanten, den Christian Scherz schon seit mehr als 20 Jahren vertritt. Den Moderator Günther Jauch. Scherz ist auch Professor an der Universität Potsdam. Deshalb sind heute auch Studierende von ihm dabei. Also es geht heute um diesen Titel. Ja, aus dem Bauer Verlag. Ein Verlag, der im Wesentlichen Yellow Press macht, also mit Promis Geschichten macht, die gerade auf der Titelseite oft nicht stimmen, wie auch diese Geschichte. Hier heißt es, Günther Jauch, ein Verbrecher treibt sein Unwesen, Lebensgefahr, Angst um den TV-Star. So. Tatsächlich ist dann die Begründung im Innenteil, das sieht nur die Oma am Kiosk nicht, dass mehrere Kilometer, glaube ich 50 Kilometer von seinem Weingut entfernt, bei einer Weinbergbahn angeblich ein Saboteur diese Weinbergbahn kaputt gemacht hat und dort jemand verletzt wurde. Und deswegen gäbe es jetzt auch für ihn viele Kilometer entfernt bei seinem Weingut Lebensgefahr. Das ist die Geschichte. Da ist nichts dran, es ist komplett erfunden. Deswegen gehen wir gegen diese Schlagzeile vor und sagen halt, es ist einerseits eine unwahre Tatsachenbehauptung und jedenfalls, wenn es eine Meinung ist, ist sie ohne tatsächliche Anknüpfungstatsache, wie wir es in der Vorlesung besprochen haben.
Gerichtsverhandlungen macht der Anwalt oft ohne seine Mandanten. Günther Jauch gilt als einer der Prominenten, die ihr Privatleben am härtesten vor der Presse abschirmen. Zum ersten Mal spricht er vor der Kamera über Berichterstattung, die regelmäßig Unwahres über ihn verbreitet und damit seine Grundrechte verletzt. Stellen Sie sich vor, Ihr Privatleben wäre nicht geschützt und fände ständig in der Öffentlichkeit statt. Jeder Mensch hat ein eigenes Leben. Viele Menschen haben Kinder, Familie. Und das ist ein geschützter Bereich. Der Staat schützt das ja auch. Man darf nicht einfach in die Wohnung von anderen Leuten rein. Man darf nicht einfach durch deren Fenster filmen oder fotografieren. Das ist eine Intims, eine Privatsphäre. Und warum sollte ich die aufgeben? Bloß weil ich zwischendrin meinen Job beim Fernsehen habe? Das sehe ich so nicht. Und deswegen möchte ich das durchsetzen. Günther Jauch hat den Auftrag gegeben, wirklich alle Veröffentlichungen über ihn genau zu prüfen. Er bekommt dann Mails von Christian Scherz mit Magazincovern der Yellow Press. Drecksblätter nennen sie die. Wegen solcher Geschichten. Meine Frau und ich kriegen auf einmal Anrufe, zum Teil von Verwandten oder von Bekannten, die manche weinend am Telefon sind. Ist es wirklich so schlimm? Wir wussten ja gar nichts. Warum habt ihr uns es denn nicht erzählt? Wir verstehen gar nicht, wovon redet ihr denn da? Ja, es läuft die ganze Zeit im Fernsehen. Ich sag, was denn? Also, im Werbefernsehen hat eins von diesen gelben Drecksblättern beworben, Günther Jauch, Doppelpunkt, Krebsangst um seine Tochter, sinngemäß. Lesen Sie Seite so und so viel. Was war passiert? In der Turnhalle einer meiner Töchter ist von der Decke ein Stück Putz abgefallen. Und als das repariert werden sollte, hat man festgestellt, dass dahinter unter Umständen Asbest ist. Das hat jemand mitbekommen, gesagt, Turnhalle, Putz abgefallen, dahinter Asbest, also Krebsangst. Also muss er ja Krebsangst um seine Tochter haben. So prominente Menschen wie Günther Jauch können kein Leben mehr führen ohne Medienanwälte. Zu häufig übertritt der Boulevardjournalismus Grenzen. Zweimal in der Woche kommt irgendwas, wo in mindestens 50% der Fälle dann dagegen geklagt werden muss. Das heißt, am Tag habe ich mit diesem Mist, der mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu tun hat, ungefähr 20 Minuten zu tun. 20 Minuten am Tag. Das ist sehr lästig. Und wenn ich dagegen nicht vorgehen würde, was meinen Sie, was dann los wäre? Die Stimmung im Gericht ist derweil ziemlich gereizt. Christian Scherz gilt als sehr robust auftretender Anwalt. Er ärgert sich über den gegnerischen Anwalt, der seinen Schriftsatz erst sehr spät eingereicht hat. Vor Gericht kann er schon auch mal laut werden. Vor Gericht ist er sehr angriffslustig. Vor Gericht, man sagt es oft so in Anwaltskreisen, möchte er keine Gefangenen machen, sondern da soll der Gegner am Ende, und zwar klar und deutlich, verlieren. Und dementsprechend tritt er da auch auf. Heute gerät er mit dem Anwalt der Gegenseite schon vor der Verhandlung aneinander. Unerträglich. Ich verdrehe schon diesen Dreck, aber trotzdem ist es aber so heiß. Okay, das können wir gleich dringend sagen. Ja, mit Gerlo. Als Gegner vor Gericht hätte ich ihn eher ungern. Kurz vor Prozessbeginn passt ihn noch jemand ab. Der Politiker und Strafverteidiger Gregor Gysi. Ja, es ist so, hallo, wie geht's? Das eine ist eine Getriebenheit, auch eine Wut. Also was man anders als man vielleicht beim Aktienrechtler oder Zivilrechtler vermutet. Wir brauchen eine bestimmte Wut, um diesen Druck zu haben, den man zurückgeben muss gegen eine Medienkampagne. Es gibt schon Momente, wo jetzt Christian Scherz nicht zur Milde neigt. Aber
das ist dann auch angebracht. Und da fehlt mir auch jegliches Mitleid, muss ich sagen. Also ein Journalist, der sauber gearbeitet und recherchiert hat, muss einen zornigen Christian Scherz nicht fürchten. Das würden manche ganz anders sehen. Wir wollten mit etlichen Journalisten ins Gespräch kommen. Doch kaum einer will reden. Viele verweisen auf laufende Verfahren. Andere finden es unmöglich, dass wir einen Film über diesen Anwalt machen. Manche haben Angst. Aber ein paar wenige sind zu einem Interview bereit. Ausschließlich von sogenannten Qualitätsmedien wie der Zeit. Der Chefredakteur selbst hatte Scherz schon als Anwalt, kennt ihn aber auch auf der anderen Seite. Aus der Sicht eines Journalisten gibt es auch eine problematische Seite an Christian Scherz. Daher empfinde ich ihn natürlich nicht als angenehm, sondern als jemand, der diametral das Gegenteil von dem anstrebt, was uns als Journalisten beschäftigt und wichtig ist. Und das ist dann, wenn wir Interviews führen mit berühmten Menschen. Und dann kommen nachträglich Anwälte wie Christian Scherz und streichen dieses Interview zusammen. Und das ist extrem ärgerlich. Nicht nur, weil jeder Autor möchte, dass das Gespräch möglichst authentisch wiedergegeben wird, sondern weil es auch für mich ein Anschlag ist auf unser Bestreben, wahrhaftige Berichterstattung zuzulassen. Wir haben da eine Verantwortung als Journalisten und natürlich hat Scherz da die andere Seite. Er ist der Vertreter der Betroffenen beziehungsweise also der Protagonisten. Also er ist da logischerweise auf einer anderen Seite. Ist dieser Mann eine Gefahr für die Pressefreiheit? Versucht er sie einzuschränken? Nicht nur bei Interviews, sondern insgesamt bei Berichterstattung, die nicht zum Image seiner Mandanten passt. Ich sei der Zensuranwalt Nummer 1, der Zensurguru, der Taliban des Rechts, was schon alles über mich erzählt wurde. Ich mache doch nur einfach meinen Job. Und wissen Sie, die Pressefreiheit ist wirklich nicht gefährdet, weil 3-4 Anwälte in Deutschland es wagen, milliardenschweren Medienkonzernen mit hochgerüsteten Rechtsabteilungen, sie wagen es, denen was entgegenzusetzen. Und schon schreien alle, die Pressefreiheit ist in Gefahr. Eins verspreche ich Ihnen, in diesem Land ist die Pressefreiheit so geschützt wie in keinem anderen Land der Welt. Aber ja, auch seriöse Journalisten kriegen regelmäßig Probleme mit dieser Kanzlei. Die Kanzlei Scherz-Bergmann liegt in exklusiver Lage am Berliner Kudamm. Hinter dieser Tür verbirgt sich eine ganze Welt, die sonst top secret ist. Unter Anwälten gilt hohe Verschwiegenheitspflicht. Die nehmen sie hier auch sehr ernst. Unter strengen Auflagen aber dürfen wir drehen. Mit seinem Freund Simon Bergmann und ihrem Team vertreten sie hier Schauspielerinnen, Sportler, Unternehmen, manchmal sogar Hollywood-Stars, aber auch unbekannte Menschen. Oft geht es um akute Krisen, Skandale, Verletzungen der Privatsphäre, Rufschädigung. Simon Bergmann vertritt zum Beispiel den Comedian Luke Mockridge. Die brisanten Schlagzeilen landen sehr oft hier. Nicht immer ist es so ernst, aber zu Scherzmandanten gehören auch sehr bekannte Politiker. Die Namen können wir nicht nennen. Er hat auch schon Helene Fischer vertreten. Oder den Tennisspieler Alexander Zverev. Fußballstar Cristiano Ronaldo. Die Opernsängerin Annalena Trepko. Zu seinen Mandanten gehörten der Unternehmer und YouTube-Star Finn Kliman. Aktuell auch Jürgen Klopp. Christian Scherz hat auch schon den DFB, den Deutschen Fußballbund, vertreten. Vor Jahren, als es um die Vorwürfe eines möglicherweise gekauften Sommermärchens ging. Den RBB. Und die Bundesregierung. Gegen den früheren Bildchef Julian Reichelt. Es gibt eigentlich kaum einen Skandal oder eine mediale Krisenlage in Deutschland, die bundesweit Relevanz hat, wo wir nicht beratend irgendwo dabei sind. Das ist tatsächlich inzwischen so. Jan Böhmermann hatte ihm deshalb in seiner Show schon eine satirische Figur gewidmet. Hallo, Herr Scherzanwalt, hier spricht Jan Böhmermann. Es gibt wohl wieder was für Sie zu tun.
und zwar Herr Scherzanwalt. Da kam wohl wieder Post, zweimal vom OLG und einmal aus Karlsruhe. Ironie der Geschichte: Der Moderator wurde 2016 selbst zum Fall, nachdem er mit einem satirischen Gedicht den türkischen Staatspräsidenten Erdogan kritisiert hatte.